Bremer Förde in Niedersachsen. Vanessa Hinz und Alexander von Buchholz starten ihren Streifendienst. Kaum unterwegs kommt über Funk die erste Meldung. 31,71. Ja, aufgenommen. Also wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich schwer verletzter Person in Bremer Förde. Wir werden gleich eintreffen, Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen. Soll auch auf der Anfahrt sein. Zugekommen. Ja. Dann haben wir beteiligt für zwei verletzte Fahrzeugfeuerwehr kommt noch zur Türöffnung. Bei der RDW kommt das Zeben, das dauert nicht lange mit drin. Wenn die beiden kommen, dann ist noch ein Ehepaar von dem zweiten Fahrzeug. Keine schweren Verletzungen? Okay. Das ist gut. Dann geht es mehr darum, dass die Tür die aufzumachen. Das sieht ganz gut aus. Alles klar. Okay. Für wen haben wir es leider nicht? Wir sperren erstmal kurz. Ja, ich gebe das mal eben durch. Also ja. Zwei Verletzte, ne? Zwei leicht Verletzte. Luna für den 31,71. Die ersten Momente sind natürlich ein bisschen stressig, um hier überhaupt den Platz zu schaffen. Also hier ist die Ortsdurchfahrt, das ist die Hauptstraße, da ist es sehr hoher Verkehrsdichte. Das erste war, dass der Rettungswagen ist auf den Unfall zugekommen als erster. Die haben dann die Unterstützung angefordert. Da war unsere Hauptaufgabe, dass wir dafür sorgen, dass hier entsprechend Arbeitsbereich für die Feuerwehr entstehen kann. Wir müssen gleich erstmal hier Verkehr ableiten. Machst du hier hinten, dass sie wenden, dass wir ein bisschen Platz schaffen für die Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich an einer vielbefahrenen Stelle. Die sperren die beiden jetzt komplett ab. Wer hier durchfahren will, muss außenrum. Einmal bitte wenden und in die Richtung. Moin. Sie beide gehören zu dem Auto? Ja. Soweit alles in Ordnung? Ja. Warten Sie, immer soweit alles in Ordnung mit Ihnen? Gut, das ist das Wichtigste. Wir müssen mal ganz kurz jetzt hier ein bisschen Platz schaffen wegen der Feuerwehr, die kommt. Wir reden gleich in Ruhe, okay? Gut, Sie brauchen hier nicht fegen, das machen wir gleich. Stehen bleiben, bis die Feuerwehr durch ist. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Wir haben jetzt erstmal Platz geschaffen für die Feuerwehr. Es ist hier zum Unfall gekommen zwischen zwei Pkw. Der eine ist die Fahrertür, so weit blockiert, dass die Fahrerin nicht aussteigen kann. Zwei leicht Verletzte in dem Auto und die werden jetzt die Fahrertür noch geöffnet. Ein zweiter Rettungswagen kommt noch aus Zeven dazu. Und ja, wir müssen jetzt mal weiter gucken. Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und die Polizisten halten sich gegenseitig auf dem Laufenden. Die Person ist nur nicht eingeklemmt, sie kann nur das Auto nicht verlassen durch ihre Tür. Aber wir versuchen trotzdem halbwegs zügig hier das Ganze wieder freigeben zu können. Vanessa Hinz befragt in der Zwischenzeit die anderen Unfallbeteiligten. Alles gut bei Ihnen? Ja, danke. Sie sind gefahren? Ich bin gefahren. Okay, zu welchem Fahrzeug gehören Sie? Und Sie sind der Beifahrer? Ja. Erstmal, bevor Sie was sagen, haben Sie ganz richtig gesagt, ich muss Sie erstmal belehren. Ich kenne das Unfallgeschehen ja nicht.
im Falle, dass Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, dass es zu ihnen gekommen ist. Wir müssen nur wissen, dass sie sich nicht äußern müssen, okay? Ja, egal, ist schwierig für meinen. Sie dürfen natürlich sich äußern. Ja. Ja, alles gut. Weil dann können wir natürlich auch das Geschehen hier aufklären und schauen, wie es dazu gekommen ist. Ein Rettungssanitäter vergewissert sich, dass das Ehepaar unverletzt ist. Feuerwehrmänner versuchen inzwischen, die Tür des Unfallautos aufzustemmen, in dem der andere Fahrer immer noch eingeklemmt ist. Also um ehrlich zu sein, da muss ich mich voll auf meinen Mann verlassen. Also ich habe nicht zur Seite geguckt, weil meine Ansicht hat wirklich grün war noch. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade umgesprungen. Aber von wo kamen Sie denn? Fangen wir mal so an. Sie kamen aus dieser Straße und wollten wohin einbiegen? Gerade rüber. Sie wollten hier über die Kreuzung rüber. Und wir hatten grün. Und Sie hatten grün. Sie wollten gerade rüber, hatten grün. Und dann kam das Fahrzeug von wo? Von da. Von da. Okay, und wo mitten auf der Straße ist es dann zum Knall gekommen? Da. Ich glaube, das war hier. Das. Ja. Und die schon näher hier. Die Feuerwehrleute konnten das Unfallopfer mittlerweile aus dem Auto befreien. Den Wagen des Ehepaars haben sie in einer Seitenstraße abgestellt. Ein Feuerwehrmann prüft, ob der Wagen Öl oder Treibstoff verliert. Da kommt es fast zu einem weiteren Unfall. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Alter Vater, danke! Nein. Könnt ihr den schön rückwärts fahren? Was ist? Könnt ihr den rückwärts fahren? Nee, darf ich auch gar nicht. Sie müssen dann warten. Nein, hier ist ein Unfall. Hier fahren Sie nicht durch. Ansonsten gibt es eine Meldung an die Führerscheinstelle. Nein. Hier ist eine Unfallstelle, hier kommen Sie nicht durch. Können Sie mich nicht eben bitte? Nein. Ich habe anderes zu tun. Halten Sie an, warten Sie, bis wir es wieder freigeben. Nee, passen Sie mal auf, ich wollte da nur zu der Ausfahrt da. Auf dem. Können Sie mir da nicht eben den Wagen hinfahren? Nein, ich habe anderes zu tun. Hier sind Verletzte. Sie müssen hier warten. Man hat es regelmäßig, dass die Leute so diese ganzen Absperrungen nicht für voll nehmen. Aber so penetrant ist jetzt doch schon außergewöhnlich. Also da muss ich noch mal gucken, ob ich das Kennzeichen noch mal kriege und dann eventuell doch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle mache, dass ich deutlich ihre Eignung zum Fahrzeugführen in Zweifel ziehe, jetzt aufgrund des Verhaltens. Also das ist ja, ein Feuerwehrmann hat ja auch gesagt, dass sie schon gefährlich fuhr und auch euch als Kamerateam soll sie ja gefährlich nahe gekommen sein. Das wird auf jeden Fall an die Führerscheinstelle einmal gemeldet. Und wenn die es ernst nehmen, dann kann es sein, dass eine MPU angeordnet wird, die sie wahrscheinlich nicht bestehen dürfte. Obendrein bekommt die Frau eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Schlüssel, sonst gib ihn mir schon mal, dann hätte ich den. Danke dir. Schlüssel hat Polizei. Ja. Wir klemmen einem bei beiden Autos Batterien ab. Das wäre nett. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Ja. Kann ich mit dem Beifahrer kurz sprechen, der bei euch drin ist? Ich denke schon. Polizei einmal kurz weiter. Darf ich? Danke. Moin. Tom Buchholz, Polizei Bremervörde. Ich hoffe, es geht Ihnen den Umständen entsprechend gut. Wie es zu dem Unfall kam, bleibt auch nach dem Gespräch unklar. Die Aussagen widersprechen sich. Also, so wie es sich anhört, sind beide bei Grün gefahren und wollten beide geradeaus über die Kreuzung. Aktuell haben wir jetzt erstmal keinen Zeugen hier, der irgendwas neutral sagen kann, wer gerade grün hat. Wir fragen aber noch mal nach, mal gucken.
Vielleicht findet sich dazu noch was. Ich würde sagen, die hatten Glück im Unglück und die Verletzungen sind augenscheinlich, so nach dem, was ich auf dem Rettungsdienst gehört, eher leicht bei beiden. So dass wir hier natürlich von deutlichem Glück im Unglück für die beiden Fahrzeuge samt Insassen reden können. Die Fahrzeuge sind augenscheinlich total Schäden beide. Hi. Einer ist hier und der andere steht in der Straße gerade drin. Nach einer Stunde sind die Abschlepper fertig. Danach ist die Straße wieder frei.